Hallo und willkommen bei Funkelfaden. Ich möchte euch heute Creative Fabrica Studio vorstellen. Und zwar, weil ich ganz oft gefragt werde, wie man eigene Sublimationsdesigns erstellen kann. Viele von euch haben inzwischen einen Sublimationsdrucker. Und viele von euch kennen auch Creative Fabrica, wo man wunderschöne Sublimationsdateien, Designs mit Wasserfarben oder auch andere Grafiken downloaden kann, ebenso wie Plotter-Dateien oder auch Schriftarten. Insgesamt gibt es dort über 15 Millionen Designs. Aber man benötigte bisher immer noch ein Programm, in dem man die gewünschten Designs zu einem zusammenstellen kann. Dieses Problem ist jetzt gelöst, denn es gibt jetzt inkludiert bei Creative Fabrica das Creative Fabrica Studio, mit dem ihr eure Designs selbst aus Dateien zusammenstellen könnt. Das Ganze ist ein Teil von Creative Fabrica. Das heißt, wenn ihr sowieso schon das Abo habt, ist das inklusive. Wenn nicht, gibt es aktuell auch immer wieder Sonderangebote, bei denen man den Umfang von 15 Millionen Designs für knapp unter $50 im Jahr bekommen kann, inklusive gewerblicher Nutzung für fast alle Dateien und Download aller Dateien, sodass man sie dann auch auf dem eigenen Rechner hat. Heute wollen wir uns aber insbesondere mal das Creative Fabrica Studio angucken, das ideal dazu ist, um, wie gesagt, eigene Sublimationsdateien, zum Beispiel hier für Tassen, zu gestalten. Wir öffnen jetzt mal hier das Studio. Und dann kann man hier oben einfach ein neues Design erstellen. Ihr könnt hier entweder die Größe angeben. Ihr könnt hier aber auch vorhandene Produkte, zum Beispiel Craft-Produkte, wie zum Beispiel ein Magnet, ein Wandkalender, ein Wine-Tumbler, also ein Sticker für eine Weinflasche oder auch ein Lesezeichen einfach angeben. Es gibt aber auch die Möglichkeit, für Social-Media-Plattformen zum Beispiel eigene Designs zu erstellen. Ich wähle hier mal den Prettify Mug und erstelle ein neues Design. Ich werde euch heute zeigen, wie ihr ein Design für eine Tasse erstellen könnt. Natürlich benötigt ihr hierfür noch einen Sublimationsdrucker und eine Mugpress, aber wenn ihr das schon zu Hause habt, funktioniert das hiermit wunderbar. Wir können hier zum Beispiel auf Patterns, also Muster, gehen und uns ein Muster aussuchen oder auch einen Hintergrund. Wenn wir jetzt hier bei Hintergrund gucken, können wir entweder hier direkt wählen oder auch einen Suchbegriff eingeben. Wichtig ist, ihr müsst hier immer auf Englisch suchen. Aber das ist ja heutzutage kein Problem. Es gibt ja so viele Übersetzer. Ich habe jetzt zum Beispiel Easter eingegeben, also für Ostern. Und ihr seht schon, es gibt unendlich viele Vorlagen. Vielleicht ist mir das aber auch sogar ein bisschen zu viel schon. Ich kann auch einfach mal Flower für Blumen eingeben. Und finde das hier doch jetzt mal ganz süß. Einmal raufgeklickt und schon ist das hinzugefügt. Hier oben können wir die Transparenz einstellen. Das heißt, wenn ich das jetzt für den Hintergrund etwas heller oder dunkler haben möchte, dann erhöhe oder erniedrige ich einfach die Transparenz. Ihr könnt hier auch das Design direkt spiegeln oder beliebig noch zuschneiden. Es ist wirklich super einfach. Jetzt können wir schauen, wir können hier drauf malen. Also wirklich mit verschiedenen Stiften etwas hinzufügen. Wir können Bilder hinzufügen, also Fotos, Muster, ein Hintergrund. Ups, hier sind die Fotos. Wir können auch vorgegebene Fotos hinzufügen. Gibt es auch unendlich viele Elemente, das heißt so wie kleine Stempel- oder Motivelemente und Grafiken. Wenn wir jetzt das für Ostern gestalten wollen, dann könnte man zum Beispiel einen Osterhase hinzufügen. Die sind natürlich sehr farbenfroh hier. Aber
Die Auswahl ist wirklich gigantisch. Der hier ist doch ganz niedlich. Den können wir hier einfach raufsetzen. Wir könnten ihn jetzt auch noch größer oder kleiner machen. Und was machen wir hier auf die andere Seite? Vielleicht ihn hier. Ich könnte zum Beispiel auch sagen, ich habe bei den Grafiken jetzt nichts Passendes gefunden und kann hier ein Bild mit künstlicher Intelligenz erstellen lassen. Zum Beispiel könnten wir ja sagen, wir hätten gerne ein Mushroom-Haus, also ein Pilzhaus mit Osterhase und Eiern. Mit Hase und Eiern kann ich hier unten den Stil eingeben, Watercolor, also so wasserfarbenmäßig, und dann einfach auf Create Image drücken. Wenn ihr schon mal ein KI-Generator, also ein Generator für Bilder mit künstlicher Intelligenz ausprobiert habt, wisst ihr, es dauert immer einen Moment. Aber hier unten sind schon unsere Bilder erschienen. Und irgendwie sind die ganz schön niedlich. Das war jetzt das, was hier rausgespuckt wurde aus dem KI-Generator. Ich könnte jetzt auch sagen, okay, ich ändere mein Konzept nochmal komplett. Und mach mir hier so niedliche Häuschen lieber auf meine Tasse. Das Schöne ist, dass ihr alle Bilder, die ihr hier nutzt, sobald ihr mehr als ein einziges Bild verwendet, auch gewerblich nutzen könnt. Das heißt, ihr könnt die auch veröffentlichen und damit eure eigenen Designs bedrucken. So. Man könnte auch eine Kombination aus diesen unterschiedlichen Stilen hier erstellen. Jetzt könnte ich hier zum Beispiel auch noch einen Schriftzug rübersetzen. Schreiben wir doch einfach mal frohe Ostern. Ändern wir natürlich noch ein bisschen die Farbe, dass man das auch sieht vielleicht. So, und so könnte ich das jetzt direkt alles runterladen und zum Beispiel auf eine Tasse drucken. Ihr seht, das ist wirklich super einfach und man kann unendlich viel hier mit den verschiedensten Designs rumprobieren und sich eigene Sublimationsdesigns erstellen. Ideal ist das natürlich auch zum Beispiel zum Erstellen von Einladungskarten oder auch Stickern, die man dann mit Print Then Cut ausdrucken kann. Wenn ihr auf Share geht, könnt ihr das einfach downloaden, könnt den Hintergrund entfernen, was zum Beispiel bei Stickern ja wichtig wäre. Ihr könnt es horizontal spiegeln, was für den Druck mit Sublimation ja wichtig ist. Und dann könnt ihr entscheiden, wie ihr das downloadet. Beim Sublimationsdruck drucke ich meistens mit PDF und spiegel dann im Drucker. Ich kann mein Projekt auch hier speichern.
Und kann euch zum Beispiel auch mal das hier zeigen. Das ist jetzt hier ein Design für eine typische Tasse, die ich auch ausgedruckt habe. Das Design habe ich auch auf funkelfaden.de öffentlich für euch gestellt, falls ihr euch damit auch eine Tasse gestalten wollt. Wirklich super einfach. Ein Hintergrund hinzugefügt, ein paar Motive hinzugefügt, ein Schriftzug. Und schon habt ihr euer eigenes Sublimationsdesign. Das hier sind jetzt wirklich nur ganz, ganz einfache Beispiele. Ihr könnt hier unendlich rumspielen und noch verschiedene Elemente zum Beispiel hinzufügen. Hier ein paar Linien oder was auch immer ihr möchtet. Das ist für mich wirklich so ein Spielzeug, an dem ich ewig spielen könnte. Um euch aber jetzt einen Einblick in das neue Creative Fabrica Studio zu geben, reicht das, glaube ich. Wie gesagt, wenn ihr Creative Fabrica abonniert habt, dann ist das sowieso inklusive. Also einfach nur eine Ergänzung zu dem, was so auch immer schon möglich war. Ich hoffe, euch hat dieser kleine Einblick gefallen. Hinterlasst doch gerne einen Kommentar dazu, falls ihr dazu Fragen habt. In der Infobox findet ihr auch nochmal den Link zum Creative Fabrica Studio und natürlich auch zu Creative Fabrica. Bis dann!